leider können wir immer noch keine Neuigkeiten verkünden. In der Zwischenzeit verteilen wir Ihnen schon die Fahrgastrechteformulare. Bahnfahren könnte so schön sein, wenn die denn mal pünktlich ist, oder? Ja, aber 2022 war das unpünktlichste Jahr der Bahn ever. Im Fernverkehr waren 35% der Züge zu spät. Das ist mehr als jeder Dritte. Und wenn ein Zug ganz ausfällt, dann zählt er gar nicht mit rein. Also das kommt nochmal oben drauf. Ja, und für 2023, da sieht es auch nicht viel besser aus. Aber die Bahn hat sich so einiges vorgenommen. Und wir haben uns gefragt, was muss endlich passieren, damit das mal funktioniert? Und deshalb haben wir uns für euch die 5 wichtigsten Baustellen angeguckt. Als erstes das Netz. Wie sind denn eure besten Bahnerfahrungen? Ich war neulich von Hamburg nach Köln unterwegs und was soll ich sagen? Es war mal wieder quite a journey. Schöne Grüße aus dem Zug. Ich sitze da jetzt drin und habe 20 Minuten Verspätung. Schauen wir mal, wie viel das noch bis Köln wird. Vielleicht wird es ja auch weniger. Und hat es geklappt? Sag ich dir gleich. Der Grund, warum bei der Deutschen Bahn oft gar nichts funktioniert, ist der Zustand des Netzes. Wir fahren auf veralteten Schienen. Also Gleise, Weichen, Brücken sind mangelhaft und auch oft anfällig für Störungen. Insgesamt ist natürlich gemessen an den Standards, die wir in Deutschland haben, die Erwartungen, die wir in Deutschland haben und auch dem Geld, was der Bund hineinsteckt, steht es also um die Eisenbahn eben sehr schlecht. Und das Kernproblem ist sicherlich die Infrastruktur. Man hat seit vielen Jahren eben die Infrastruktur vernachlässigt. Und jetzt hat man gleich mehrere Probleme auf einmal. Schadhafte Brücken oder defekte Signale können bedeuten, dass langsamer gefahren werden muss. In ganz Deutschland gibt es Dutzende sogenannter Langsamfahrstellen, die den Betrieb verzögern. Und gleichzeitig sind immer mehr Menschen mit der Bahn unterwegs, was ja gut ist, ne? Rein aus ökologischer Sicht. Aber da macht dann das Netz irgendwann nicht mehr mit. Das ist nämlich kleiner geworden bei, wie gesagt, mehr Bahnfahrenden. Und somit im Schnitt auch mehr Zügen. Das Schienennetz ist in den letzten 30 Jahren um ganze 7000 Kilometer geschrumpft. Und dasselbe gilt für die Weichenanlagen. 1994 gab es noch rund 131.000 Weichen, 2022 dann nur noch rund die Hälfte, also 65.000. Krass, oder? Die Bahn wurde offenbar in den letzten Jahren ab statt aufgebaut. Warum reden wir erstmal über Weichen? Naja, die sind halt super wichtig, wenn es um die Pünktlichkeit geht. Die sind notwendig, damit der Bahnbetrieb flexibel bleibt. Wenn es zum Beispiel auf einer Strecke zu einer Störung kommt, dann kann der Zug dahinter am Nebengleis ausweichen. Fehlen Weichen, dann staut es sich. Ein Zug bleibt stecken und der nächste kann nicht ausweichen. Und am Ende sind dann alle verspätet. Mehr Weichen würden solche Störungen reduzieren und vor allem auf vielbefahrenen Strecken so einiges an Ärger ersparen. Ich habe mal wieder gemerkt, also pünktlich ist eigentlich, das passiert einfach nie. Die meisten Störungen gibt es rund um Köln, Mannheim oder Frankfurt. Das sind die roten Strecken. Im Osten scheint das Netz besser zu funktionieren. Zumindest auf den ersten Blick. Nach der Wiedervereinigung wurden einige Strecken, vor allem zwischen den großen Städten im Osten, neu gebaut. Andere nicht so schnell stillgelegt. Aber auch da wird aktuell an vielen Strecken nachgearbeitet. An Spitzentagen gibt es deutschlandweit bis zu 1000 Baustellen. Das Netz ist teilweise so veraltet, dass Baumaßnahmen einfach nicht mehr nach hinten verschoben werden können. Ja, und genau das, also Baustellen, ein störanfälliges Netz und immer mehr Fahrgäste, führen zu so einem Verspätungscocktail, den eigentlich niemand will. Und nein, auch nicht die Deutsche Bahn selbst. Der Konzern wird gerade seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Wisst ihr, was mich wirklich freut? Ihr nutzt die Bahn so stark wie noch nie. Gerade deshalb muss die Bahn gut funktionieren. Doch unser Schienennetz kommt an seine Grenzen. Daher gibt es Verspätungen und vollere Züge. Klar, das ärgert euch. Wir ärgern uns auch. Deshalb modernisieren und bauen wir wie noch nie. Neue Gleise und Bahnhöfe. Mehr Züge. Mehr Mitarbeitende. Es wird gut, aber es wird dauern. Wie machen es denn jetzt andere Länder besser? Die Schweiz zum Beispiel, die lässt ihre Passagiere öfter umsteigen. Auf einen neuen Anschluss wartet man nicht so lange und hat dann am Ende auch nicht so viel Verspätung insgesamt. Natürlich ist das Bahnsystem in einem Land nicht 1:1 in einem Bahnsystem in einem anderen Land übertragbar. Vor allem auch, weil die Schweiz sehr viel kleiner ist als Deutschland. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse und solche Systeme sind eben ziemlich komplex. Aber eins ist klar, in anderen Ländern, da läuft es deutlich besser. Und das liegt vor allem auch am Geld. Deutschland gibt pro Kopf 114 Euro pro Jahr für die Bahn aus. In Österreich sind es 319 Euro, in der Schweiz 450 Euro. Das soll sich in den nächsten Jahren aber ändern.
Das Verkehrsministerium will bis 2027 40 Milliarden zusätzlich investieren. Also, wo immer möglich, heißt es jetzt bauen, bauen, bauen. Im kommenden Jahr werden wir ein Mammutprojekt starten. Tja, allerdings gibt es seit letzter Woche ein Problem. Ein Teil des Geldes, 12 Milliarden Euro, sollten aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Ein anderer Teil aus dem Etat des Verkehrsministeriums. Diese Ausgaben hat das Bundesverfassungsgericht aber erstmal mit seinem Urteil gestoppt. Es gilt Ausgabensperre für den gesamten Bundeshaushalt. Was das jetzt genau für die Bahnsanierung bedeutet, das kann man gerade noch nicht sagen. Immerhin betont ja das Verkehrsministerium, die Bahnsanierung soll ein Schwerpunkt bleiben. Es wird also sehr wahrscheinlich gebaut werden. Und das führt uns zum nächsten Problem: Baustellen und Reparaturen. Also von der Bahn gibt es da so eine Liste mit besonders wichtigen Projekten. Da stehen 40 stark befahrene Strecken drauf. Also 4000 Kilometer Schiene, die bis 2030 grundlegend saniert werden sollen. Naja, das bedeutet natürlich, bevor es besser wird, wird es erstmal schlimmer. Und das an ziemlich vielen Stellen gleichzeitig. Es werden also super viele Menschen davon betroffen sein. Los geht's im kommenden Jahr mit der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Da wird alles neu. Gleise neu, Technik optimiert, Bahnhöfe schicker. Klingt erstmal super, aber der Knackpunkt da dran, dafür wird die Strecke für mindestens 5 Monate komplett gesperrt. Mies also für alle, die da regelmäßig lang müssen. So eine komplette Sperrung, das ist relativ neu. Bisher haben die Leute von der Bahn immer unter rollendem Rad repariert. So heißt das auf Bahnsprache. Die Idee hinter der kompletten Sperrung, es geht insgesamt schneller und wird günstiger. Aber für die 15.000 Reisenden, die täglich genau da unterwegs sind, ist das natürlich überhaupt nicht cool. Die sind dann nämlich auf Umleitungen und mit Ersatzbussen viel, viel länger unterwegs. Wenn die Riedbahn, und die geht es jetzt vor allen Dingen zwischen Mannheim und Frankfurt, wenn die jetzt 3, 4, 6, 8, wer weiß, Monate außer Betrieb ist, sind die Umfahrungszeiten so lange, dass kein Mensch mehr die Bahn nehmen wird. Und wenn er die Bahn nicht nimmt, dann kümmert er sich um eine Alternative, und das ist in der Regel das Auto. Und wenn er das Auto hat, dann kommt er nicht wieder zurück in die Bahn. Und das führt dazu, dass wir wieder sehr viele Stammkunden, die wir in der Zwischenzeit gewonnen haben, in der Bahn verlieren werden. Puh, aber die Bahn erhofft sich Großes von diesem kleinen Streckenabschnitt. Denn auch wenn es da erstmal nur um 70 Kilometer Strecke geht, ist die Hoffnung der Bahn, die Züge sollten damit insgesamt zuverlässiger fahren. Das ist nämlich eine der am stärksten befahrenen Bahnstrecken. Und oft ist es ja so, dass eine Störung an so einer Strecke eben zu weiteren Verspätungen führt, weil zum Beispiel eben das Gleis verstopft ist. Wie so ein Dominoeffekt. Das kennt man ja auch teilweise vom Stau auf der Autobahn. Ob jetzt eine Komplettsperrung besser ist oder eine Reparatur bei laufendem Betrieb, das schätzen Expertinnen und Experten ganz unterschiedlich ein. Ja, es besteht erstmal die Gefahr, dass Fahrgäste verloren gehen. Andererseits ist die Infrastruktur in einem so schlechten Zustand, dass jetzt möglichst schnell etwas passieren muss. Jetzt ratet doch mal, wie viele Schienenkilometer in diesem Jahr, also 2023, dazugekommen sind. Ich war auch überrascht, aber kein einziger, sagt der Verband Allianz pro Schiene, die eben solche Daten sammeln. Also wenn jahrelang nur Aufträge für 1,5 Milliarden Euro vergeben werden, dann passt sich die Branche daran an. Und wir haben jetzt das Problem, dass nicht nur Geld das Problem ist, das wird also gerade gelöst, es wird ja deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt, aber wir haben jetzt einfach keine Leute mehr. Und das kommt also in die Zeit des Fachkräftemangels hinein. Das heißt, momentan ist fast das größte Problem, dass man sagt, bei allem guten Willen, mehr Geld auszugeben, stellt man jetzt eben fest, dass die Ressourcen nicht da sind, dass also die Planer fehlen, die Bauingenieure fehlen, die ausführenden Baufirmen fehlen, um tatsächlich auch solche Projekte jetzt umsetzen zu können. Und das ist die Situation, in der man sich heute befindet. Okay, krass. Also selbst wenn wir einen Plan und auch viel Geld haben, kann es sein, dass Strecken nicht oder eben verspätet gebaut werden. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mich hat das ziemlich schockiert. Und selbst wenn wir diese Geduld aufbringen, kommt dann noch ein Problem dazu, das man mit Geld alleine eben nicht lösen kann. Personalmangel. Lokführerinnen, Fahrdienstleister, Ingenieure. Damit Menschen quer in Deutschland von A nach B kommen mit dem Zug, braucht es viele unterschiedliche Personen. Fehlt es an einer Stelle, macht sich das eben auch bemerkbar an einer anderen Stelle. Und genau das zeigt sich bei der Deutschen Bahn. Wenn ich kein Personal habe, kann ich halt den Betrieb nicht entsprechend des Fahrplans durchführen und muss überlegen, an welchen Stellen ich jetzt Änderungen vornehme, ob ich weniger Züge fahren lasse. Habe ich, wenn ich weniger Züge fahren lasse, unter Umständen wieder mehr Passagiere. Wenn ich sehr, sehr viele Passagiere habe, habe ich längere Fahrgastwechselzeiten in den Bahnhöfen. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich da schon wieder Verspätung. Also es hängt alles miteinander zusammen. Teilweise wären sogar genug Züge da, aber eben niemand, der sie bedienen kann. Und weil Fachpersonal fehlt, kommt es dann auch zu Ausfällen. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter, die da sind, die müssen dann teils mehr leisten, um diesen Mangel irgendwie zu kompensieren.
Und das führt zu Überlastungen. Die Krankenstände sind in den letzten Jahren bei der Bahn gestiegen. Es ist also schon ziemlich eng. Geht es nach der Deutschen Bahn, soll der Betrieb aber noch ausgeweitet werden. 25% mehr Züge bis 2030. Und wenn das klappen soll, ja, dann nur mit mehr Personal. Das weiß natürlich die Deutsche Bahn auch und wirbt um Nachwuchs. In den letzten 5 Jahren wurden rund 130.000 neue MitarbeiterInnen eingestellt. Dieses Jahr sollen nochmal 25.000 dazukommen. Klingt nach krass viel. Reicht aber nur bedingt. Ein Großteil der Bahnbeamten geht in den kommenden Jahren nämlich in Rente. Fachkräfte sind schwer zu bekommen. Also, wie lösen wir jetzt dieses Problem? Wenn in Zukunft mehr Züge fahren sollen, gleichzeitig aber Personen fehlen, um genau diesen Betrieb aufrechtzuerhalten, wie soll das gehen? Müsste man dann darüber nachdenken, künstliche Intelligenz einzusetzen, um zum Beispiel Fahrer zu ersetzen? Ich hoffe, dass wir in Zukunft mit fahrerlosen Zügen fahren können. Sicherlich nicht auf dem ganzen Netz. Das halte ich für nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. Aber ich kann mir Nischen vorstellen, wie zum Beispiel Strecken in dünn besiedelten Räumen oder bestimmte Bereiche des Güterverkehrs, wo ein fahrerloses Fahren uns helfen kann. Ja, aber bis es wirklich soweit ist, wird es sicher noch eine Weile dauern, wie Julias Zugfahrt. Meine Zugbindung ist jetzt wieder aufgehoben und ich muss nicht umsteigen. Ich kann einfach sitzen bleiben. Warum auch immer ich vorher umsteigen musste, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber genau. Also ich kann jetzt einfach durchfahren, arbeiten und komme irgendwann wahrscheinlich. Tja, das mit dem Arbeiten im Zug ist aber oft auch so eine Sache. Laute Telefonate, laut gröhlende, feiernde, vor allem aber das unzuverlässige Internet. Tut sich da was bei der Digitalisierung? Bekommen wir damit die Deutsche Bahn auch wieder pünktlich? Neben selbstfahrenden Zügen soll auch neue Kommunikationstechnik mehr Pünktlichkeit bringen. Aber wie schnell wird das klappen mit der Digitalisierung? Ja, die Digitalisierung ist natürlich auch bei der Bahn ein Problem. Das betrifft nicht nur das WLAN im Zug, sondern zum Beispiel auch die Steuerung von Weichen. Und das alles ist Teil des Projekts Digitale Schiene. Nicht nach 21. Jahrhundert klingt das hier. In Deutschland gibt es tatsächlich noch Technik und Anlagen, die gut 100 Jahre alt sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, oder? Wir haben mit Experten gesprochen, die höflich formuliert sagen, das ist für ein modernes Industrieland sehr ungewöhnlich. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Wenn die Bahn digitaler wird, dann bedeutet das auch, dass die Technik irgendwann auch komplett miteinander kommunizieren kann. Kann man sich theoretisch ein bisschen vorstellen wie hier in dieser Grafik. Züge, die automatisiert fahren, bekommen ein Signal vom System und passen dann ihre Geschwindigkeit an. Fahren langsamer, wenn die Strecke blockiert oder verstopft ist und beschleunigen da, wo es geht, auf Höchstgeschwindigkeit, um die Verspätung wieder einzuholen. Und im Idealfall landen alle diese Informationen auch schnell und in Echtzeit beim Zugpersonal und bei uns, bei den Fahrgästen. Mit der Digitalisierung könnten mehr Züge auf demselben Netz fahren, also ohne zusätzliche Gleise, weil sie dichter hintereinander und besser koordiniert fahren könnten. Das könnte auch mehr Pünktlichkeit bringen. Wenn man dann aber mal genauer nachfragt, wie viel mehr Züge, ja, dazu gibt es kaum seriöse Berechnungen. Durch die Digitalisierung werden wir uns den Netzausbau leider nicht ersparen können. Aber immerhin könnte die Kommunikation mit uns, also den Fahrgästen, verbessert werden. Das wäre ja schon mal was, ne? Und bis das alles aber durchdigitalisiert ist, dauert es noch eine ganze Weile. Einer der Experten, mit denen wir gesprochen haben, spricht von der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Dauert, ist kompliziert, haben wir jetzt alles schon öfter gehört. Das liegt auch daran, dass die Bahn gar nicht so einfach zu fassen ist. Ja, ein Riesenproblem sind auch Bürokratie und Strukturen. Wenn wir von der Bahn reden, dann denken viele von uns an diese eine Firma. In Wirklichkeit besteht die Bahn aber aus super vielen Firmen. Und das ist ein weiterer Teil des Problems. Die Bahn, das ist sowas wie der Mutterkonzern, also die DB AG. Und zu der gehören 5 weitere AGs. DB Cargo, DB Netz, DB Fernverkehr, DB Regio und DB Station und Service. Aber das ist noch nicht mal alles. Darunter gibt es dann noch viele Tochterunternehmen und Beteiligungen an Firmen. Nach Angaben der Bahn sind es aktuell 730. Das ist für so ein großes Unternehmen auch erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber das macht natürlich so Veränderungen alles andere als einfach. Ja, und es war mal anders. 1994 gab es eine Bahnreform, die erst zu dieser Zersplitterung geführt hat. Ja, es fängt schon mal da mit an, dass keiner genau weiß. Zum Beispiel, ob die Strecke jetzt frei ist, ob Bauarbeiten drauf sind. Die Fahrdienstleister, das sind die wichtigsten Personen bei der Bahn, können manchmal gar nicht entscheiden, weil sie nicht wissen, ist die Strecke frei, ist die Strecke nicht frei. Und der Zugbegleiter weiß es auch nicht. Das heißt, also ich fahre schon mit einem Zug eine Strecke entlang, wo keiner genau weiß, wann komme ich denn da wieder an.
Und wenn ich dann an der Strecken, an dem Streckenende, an dem Bahnhof sozusagen den Zug, den ich eigentlich dann erreichen wollte, dann verpasst habe, dann weiß kein Mensch, wann der denn wieder fährt, wann der nächste wieder fährt. Weil der hängt wieder davon ab, ob die entsprechenden Bauarbeiten gerade das zulassen oder nicht. Das heißt also, wir haben hier ein Problem, wir bauen und das verschiebt sich durch verschiedene Einheiten in der Bahn hin und her. Und da die miteinander kaum kommunizieren, sondern unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Strukturen haben, kommt für den Kunden eine völlig unübersichtliche Situation zustande, wo er am Ende nicht mehr weiß, fährt mein Zug, wenn nicht, wann fährt der nächste. Wir halten hier mal fest, das Netz, das wir haben, damit müssen wir noch eine Weile leben. Aber es gibt eine Sache, und das haben uns Expertinnen und Experten gesagt, die könnte man relativ schnell und auch einfach ändern. Und das sind die ganzen bürokratischen Regeln, die das schwer machen, das Netz zügig auszubauen, aber auch, um auf Probleme im Betrieb reagieren zu können. Politik, Regeln, Bürokratie. Aber manchmal stehen auch BürgerInnen dem Ausbau und der Weiterentwicklung der Bahn ein bisschen im Weg. Wir haben natürlich auch einen zunehmend agilen Widerstand der Bürger gegen jede Form neuer Infrastruktur. Und also die Blockadehaltung dort, die wird also immer dramatischer, immer aggressiver. Und es wird also immer schwerer, sozusagen auch nur kleinste neue Bauprojekte durchzusetzen in Deutschland. Also, Anwohnerproteste nehmen zu und können Bauprojekte teils jahrelang lahmlegen. Ja, und auch wenn wir uns ständig über die Bahn beschweren, wenn wir mal auf die Alternativen schauen, da sieht es irgendwie nicht so geil aus. 333.000 Stunden Stau im Jahr auf den Straßen in Deutschland. Das sind durchschnittlich jeden Tag mehr als 900 Stunden. Und in der Bahn, da kann man sich wenigstens noch ein bisschen bewegen, wenn die Bahn rumsteht oder am Laptop arbeiten. So, ich bin in Köln angekommen und werde jetzt gleich in die U-Bahn steigen. Tatsächlich nur mit diesen anfänglichen 20 Minuten Verspätung, weil die Zugbindung aufgehoben wurde und ich doch nicht in Dortmund umsteigen musste. So, ich versuche jetzt mal meine Bahn zu bekommen und ihr könnt ja mal in der Zwischenzeit gerne die zwei Videos hier rechts von mir anklicken und gerne mal einen Kommi dalassen. Was waren so eure weirdesten Bahnerfahrungen? Würden wir uns sehr freuen. Lasst ein Like da, teilt das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.